Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Heute sind wir wieder unterwegs im dritten Stock. Luftballon. Und können das Passwort. Sind wir zu dritt? Wir sind zu dritt. Und haben die letzten vier Passwörter. Lumos. Gekauft, so gesehen, ne? Wieso müssen wir da von rechts nach links? Digga. Moment. Hier ruckelt es irgendwie. Ist da was im Busch? Hallo? Also das erste, es gibt eine Treppe nach oben. Ach, das ist der Ausgang. Hier gibt es also genügend Kesselkuchen. Und warum ruckelt es dir plötzlich jetzt? Also für mich ruckelt es. Ich weiß nicht, ob es für dich auch ruckelt. Hallo, Mora! Mamma mia. 900 Bohnen. Ja. Seit wann gibt es da hinten wieder? Das ist doch unverständlich. Jetzt gibt es da wieder was. Ach, es gibt überall irgendwelche Bohnen. Auch nun können wir ganz raus. Okay, alles klar. Machen wir. Wir waren, glaube ich, wirklich auf der Suche nach den Toren. Und hier gibt's Bohnen. Wollen wir auf den Weg nach unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal kurz. Welches? Das ist die Nummer 1. Wie viele Passwörter haben wir in der letzten Runde immer noch gesucht? Hier gibt's auch nichts irgendwie unter der Treppe oder so. Nein. Passwort 1, 2, 3, nein, keine Ahnung. Und da gibt's auch nichts. Schade. Ich bin doof. Hey, Harry. Und frage mich, ist Professor... Mach mal kurz. Haben wir hier die Mappe irgendwo? Das ist der Brunnen und das ist... Hagrid's. Ne, Hagrid's Hütte ist ja hier. Waren wir hier? Wir waren noch nie im Kerker. Wir gehen mal in den Kerker. Mal gucken, ob wir da irgendwie was finden. Lumos! Waren wir schon. Hier können wir nicht durch. Hey Harry! Hier drüben! Ja, machen wir mal. Guck mal hier. Was ist da wohl noch Schönes? Möchtest du eine Sammelkarte kaufen, Harry? Ja, ich nehme es. Tschüss, Harry. Bis später. Super. Für wahr. Elasto. Oh, doof. So, bum 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 bum. Ja, ein bisschen Boden kriegen wir rum. Elasto! Ah, es gibt immer ein bisschen mehr.
Oh, jetzt können wir wahrscheinlich ein Passwort für mal kaufen, ne? Also hallo, wenn wir das hier nochmal machen können, beziehungsweise wenn wir das ja hier so... Bob. So, weil, Kohle und so, ne? Die Person singen... Hey, Potter! Bist du interessiert die an Sammelkarten? Sehen irgendwie alle immer gleich aus, habe ich das Gefühl. Wirklich immer alle gleich. Okay, geht in Ordnung. Immer wieder gerne, Harry. Wir müssen die ja irgendwie fertig kriegen, oder? Oh Gott, hier sind wir runtergekommen. Hey, Harry! Hier drüben! Yo! Das ist aber ein Ravenclaw. Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Hört sich gut an. Ich kaufe es. Immer wieder gerne, Harry. Da ist noch ein Passwort. Wir müssen bestimmt bei Fred und George im Laden ein Passwort kaufen, um zu sehen, was hinter diesem Porträt steckt. Mamma mia. Ah! Todesfurcht. Sternlicht. Hey Harry, Fortuna hier Magor. Drüben. Ja, muss ein Passwort kaufen. Entschuldigung. Wir waren noch nie in unserer, also so selbstständig in unserem Raum hier. George, willst du das hier wirklich verkaufen? 15 Kesselkuchen. Hört sich gut an. Ich kaufe es. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Jetzt wollen schon 20 haben für den Shit. Ja. Na gut. Dann haben wir das Passwort auf jeden Fall und dann können wir jetzt weitermachen. Oh, geht nicht rein. Aber hier wäre der Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Natürlich mit irgendeinem Zauberer. Das ist nicht Elvis Dumbledore. Albus Dumbledore. Fortuna Major. Sieht bestimmt ein bisschen älter aus. Wir müssen bestimmt bei Fred und George im Laden ein Passwort kaufen, um zu sehen, was hinter diesem Porträt steckt. Sternlicht. Todesfurcht. Diese Runde. Scheiße. Links, rechts, links, rechts. Kann man sich mal entscheiden hier? Nö. Darf man nicht. Hey, Harry, hier drüben! Gesundheit. Lumos! Alohomora! Alohomora! So, das ist noch kein Kesselkuchen, aber ich denke mir vielleicht, da gibt's was. Recto Sempra! Recto Sempra! Recto Sempra! Recto Sempra! Rectus Sempra! Rectus Sempra! Oh! Oh, warte mal kurz. Ich darf hier nicht zu schnell durch. Ansonsten gibt's hier meine Bonis nicht mehr. Rectus Sempra! Rectus Sempra! Rectus
Zentra. So, du Arschgeige, geh mal weg. Recto Zentra. Nein. Recto Zentra. Recto Zentra. Jetzt aber. Boah. Da hinten gibt es bestimmt auch noch einen. Nicht? Warum gibt es jetzt hier... Alohomora. Oh, da war Kesselkuchen. Scheiße, wir brauchen noch zwei Stück für ein Passwort. Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Wie viel brauchen wir davon? 50? Wir machen es noch einmal. Gesundheit. Bei den anderen gab es jetzt irgendwo was. Wie bin ich da wenig durch? Ah, hier gibt's noch eine. Alohomora. So. Gesundheit. Aber was jetzt noch genau gemacht werden muss, ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir jetzt zwar ein Passwort mehr und wir brauchen ja nur noch 3 Passwörter, aber das können wir nicht. Das Portal von Mopsus hängt beim ersten Durchgang im Kerker. Ist das... der da hinten? Ja, das ist der, den haben wir. Für wahr! Jo, genau, den haben wir. Den haben wir, den auch. Das Porträt von Birdie Bots befindet sich in einem kleinen Zimmer im vierten Stock. Das passt so lautet bla 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 bla. Haben wir das? Im vierten Stock? Ach, hier ist keine Abkürzung. Im vierten Stock, na gut, machen wir. Machen wir jetzt mit dem Passwortsuche hier. So. Todesfurcht. Den ersten. Pummelchen. Hey Harry, bla, hier drüben. Bla, bla. Das Passwort ist ja wirklich sicher. Bla 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 bla. Könnte sich jemand was ausgedacht haben? Wow! Alohomora! Wir können uns das Passwort leisten! Wir können uns das Passwort leisten! Juhu! Elastro! Nein! Ansonsten ist hier nichts mehr versteckt. Ich denke, es ist alles. Yo. Wir können jetzt noch Bohnen kaufen. Bohnen kaufen. Wir können nicht Bohnen kaufen, sondern. Bla bla bla. Sammelst du Karten? Ich habe hier gerade eine seltene. Jo, warum nicht? Toll, das nehme ich. Tschüss, Harry. Wie viel brauchen wir hier eigentlich noch? Berühmte Vampire und Bonus kann man nicht. Aber soweit. Berühmter Zauberer. Brauchen wir noch ein paar. Ansonsten die unten haben wir die. Die sind ja, glaube ich, mit einem. Die drei bzw. die vier Decks hier sind ja mit den Aufgaben verbunden gewesen. Drachenbildkarten. Tierwesen. Ach, meine Güte, wir müssen nur ein paar Sachen machen, jo. Aber unter anderem glaube ich auch die Aufgaben, ne? Die Aufgaben, unsere Aufgaben müssen wir auch noch machen. Nicht die Abschlussaufgaben, sondern die Aufgaben an sich. Diese hier. Die drei.
Denn wir haben hier eigentlich die Draconis Force Lapiforce Aufgabe. Haben wir eigentlich wirklich schon letztens aber noch zwei gehabt. Und hier hinten Carpere Tractum auch eine. Also das heißt, die rechts müssen wir nicht mehr gehen, ne? Nein, den haben wir alles. Die Glasis Aufgabe haben wir alles. Aber die zwei müssen wir nochmal machen. Und das, denke ich mal, machen wir in der nächsten Runde. Ich muss nur gerade hier ein Buch suchen, um zu speichern. Ja, dann war es das auch schon wieder. Ich denke mir mal, die Aufgaben kriegen wir hin, das ist kein Ding. Aufgabe wiederholen, Ron? Was meinst du, Hermine? Willst du es noch einmal mit Was der Draconis Force Lapiforce-Aufgabe versuchen? Willst du dich noch mal an der Glacius-Aufgabe versuchen? Wir müssen die und die machen. Und die dauert, glaube ich, am längsten. Das ist so doof. Aber na gut. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Tschüss und ciao.